Die Schnellsten und Schlausten im Ersten sind heute Abend wieder zu uns gekommen und sie werden gleich als Team antreten, um eine Menge Geld zu gewinnen. Problem, dabei steht ihnen die Quiz-Elite gnadenlos im Weg. Die Jagd beginnt. Guten Abend, herzlich willkommen bei Gefragt Gejagt. Das sind Sie, unsere vier Mutigen heute. Alle der felsenfesten Überzeugung, die Jagd gewinnen zu können. Warum meinen Sie das? Wir fragen Sie direkt selbst. Hallo Jäger, mein Name ist Joachim Kaufmann. In meiner Freizeit schieße ich Hirsche, Rehe, Schweine, alles, was durch den Wald hüpft. Heute freue ich mich, einen Jäger zu treffen. Hallo Jäger, mein Name ist Jutta Marx. Mein Mann sagt zu mir immer, ich wäre 9-mal klug. Aber heute bin ich 10-mal klug. Mein Name ist Alexander Schmitz. Ich mache Judo. Judo heißt der sanfte Weg, aber für dich wird's richtig hart gegen mich. Ich heiße Lara Schott, ich bin Sportbowlerin und heute räume ich dich ab. Lara, Jutta, Alexander und Joachim, freue mich sehr, dass ihr da seid. Meine Mannschaft des Abends, sie wird eine Gewinnermannschaft sein, hoffentlich. Ihr wisst, wie es funktioniert, kommt nacheinander zu mir, werdet in der Schnellraterunde schon mal möglichst viel Geld einsammeln für die Teamkasse, um dann jeweils mit dem Geld ins Duell mit dem Jäger zu gehen. Wer es gewinnt, ist im Finale, wer verliert, muss heim. Beginnen wird Joachim heute. Guten Abend, Joachim. Herzlich willkommen bei Gefragt Gejagt. Freue mich, dass ihr da seid. Hast du Lust? Und absolut. Ja? Bist du ein echter Jäger? Ja, bin ich. Von Berufs wegen? Oder? Nein, hobbymäßig. Hobbymäßig. Ja. Und wo? Wo kommst du her? Aus Frankfurt und ich jage in der Nähe von Hanau. Spessart. Ist das der Taunus? Spessart. Spessart? Ja. Okay, erkenne ich. Früher schöner Film mit Lilo Pulver. Als ja, das Wirtshaus. Das Wirtshaus, ne? Ja, genau. In Spessart. Das ist eine tolle Landschaft. Aber, ne? Absolut, ja. Was machst du beruflich? Ich bin im Bankenbereich tätig, im Bereich Projektmanagement und Prozessmanagement. Gut, dann wollen wir mal gucken, was hier die erste Minute so bringt. Und wir drücken die Daumen für dich, Joachim. Eine Minute für dich als erstes heute. Die Zeit startet jetzt. Wie viele Beine hat das Steppenschuppentier? 4. Was ist die Staatsreligion Kambodschas? Buddhismus. Welche Kölsche Band feierte 2020 ihr 50. Bühnenjubiläum? Ab. Black Fuchs. Welches Land ist flächenmäßig größer, Kasachstan oder die Mongolei? Mongolei. Kasachstan. Lisa Wagner ermittelte 10 Folgen lang als Titelheldin in der Kriminalfilmreihe Kommissarin. Weiter. Hella. Wie heißt in der germanischen Mythologie der König der Elfen und Zwerge? Weiter. Alberich. Mit wie vielen klassischen Sinnen nehmen wir unsere Umwelt wahr? 5. Ja. Wie heißt Heino mit bürgerlichem Namen? Weiter. Kramm. Der Nobelpreis für Physik ging 2020 an einen Briten, eine Amerikanerin und einen? Chinesen. Deutschen. Für welches Adjektiv steht das U beim aus dem Handel bekannten Kürzel UVP? Unverbindlich. Ja, Tschaikowski komponierte seine Rokoko-Variationen für Orchester und welches Streichinstrument? Geige. Violine. Auf welchem Kontinent lebt der Riesenotter? Südamerika. Ja, die Straße unter den Linden ist eines der Aushängeschilder welcher... 2.500 €. Cello war das, glaube ich. Violoncello hat er komponiert. Cello. Aber du, ist doch gut. 5 richtige. Erstmal zum Auftakt. Passt, oder? Besser als nichts. Ja gut, 5 besser als nichts sogar. Ne? Bist du zufrieden oder nicht so? Eigentlich schon, ja. Eigentlich schon. Ja. Ne? Kann ja alles sich noch steigern im Laufe des Abends. Jetzt wollen wir gucken, dass wir dich ins Finale bringen. Frage ist natürlich, gegen wen? Wollen wir mal schauen, wer da ist heute. 3 stehen bereit. Wir hätten zum einen den Besserwisser, Sebastian Klussmann. Er hat wieder mal eine neue Sprache gelernt kürzlich. Und zwar die, die es den Kandidaten verschlägt. Seiner Meinung nach. Oder es ist der Quizgott persönlich, Sebastian Jacobi, der will ja gar keine neuen Sprachen lernen. Er verschärft höchstens mal den Ton, auch in diesem Jahr. Oder Manuel Hobiger, der Quiz-Vulkan, er tritt eher für einen sanfteren Umgang mit Rivalen ein, im Zweifel nachschlagen statt nachtreten. Das ist ja auch in Ordnung. So, dann wollen wir mal schauen, wer es ist. Ja? Okay. Hier kommt der Jäger. Na, machen wir grau gegen grau heute, haben Sie sich abgesprochen. Guten Abend, Herr Jacobi. Ja, der werte Moderator. Guten Abend, Herr Bommes. Freue mich, Sie zu sehen. Tatsächlich, grau in grau, aber es ist ein leicht anderer Ton, würde ich sagen. Ja, Ihre hat ja den Fachnamen, ne? Was ist er? Kobalt? Hey. Im Moment ist er Königsgrau, aber wir werden sehen. Es schillert auf jeden Fall. Ja, das ist mein Team heute. Vorfreudig und siegeshungrig hoffentlich. Wir starten mit 2.500 € ins erste Duell. Möglicherweise, Herr Jacobi. Ja, freut mich sehr. Ich freue mich auch über Joachim als Gegner, der gut gestartet ist. Die untere Stufe mache ich es mir einfach. Ich halbiere Ihren erspielten Betrag. Es bleiben Ihnen 1.250 €. Mhm. Und oben raus die verflixte 14.000 €. Oh, das ist aber hoch anständig fürs erste Duell. Das ist, ja. Bist du denn
Bist du Banker Frankfurt hier? Ja. Hü. Nee, bleibst du? Ich bin keiner von den Bankern, ja? Keiner von denen, das habe ich schon oft gehört. Etwas hier. Konservativ, ja, okay. Ich bleibe bei 2.500. Am Anfang ist es okay, haben wir eine gute Basis gelegt, wenn es klappt. Dann machen wir das erstmal so. Joachim, ich drücke die Daumen. Danke. Für das erste Duell, 5 richtige und die Jagd beginnt. Es geht los in den heutigen Duellabend. Welches Tief brachte Anfang Februar 2021 großen Teilen Deutschlands Schnee und Eis? A. Tristan, Siegfried oder Parzival? Gab es da nicht auch so eine Sensationsdiskussion, dass sich beschwert wurde, dass sie immer Frauennamen hatten, die Tiefs? Und ja, das gab es mal und seitdem wechselt man ab. Ja, das ist fair. Was hast du genommen? Ich habe genommen A. Tristan. Tristan. Was ist die richtige Antwort? Wechselt sich mit Isolde dann ab wahrscheinlich. Mit Isolde, beim nächsten das wäre Team. Sehr schön. Ja. Was sagt der Jäger? Erster Schritt für Joachim. Das okay. Müsste dann aber eher ein Tief zwischen Irland und Großbritannien sein. Ah, sehr schön, gepasst. Sehr gut zugeordnet. Zweite Frage kommt, guter Start hier. Was ist eine effektive Waffe gegen das Fabeltier Basilisk? A. Marderkot, Hahnenschrei oder Ameisenbiss? Was hast du genommen, Joachim? Ich habe genommen B, den Hahnenschrei. Ein Hahnenschrei, ist das richtig? Läuft ja sehr gut und sehr zügig hier. Ja. Gut, zweiter Schritt. Was sagt Herr Jacobi? Stimmt auch. Ja, Joachim kennt sich offensichtlich mit mythologischen Dingen aus. Basilisk, ein Spiegel wäre auch manchmal hilfreich. Ja, wenn er sich selber im Spiegel sieht, versteinert er, in manchen Sagen zumindest. Hatte ich erwartet. Ja, ich auch. Hast du dich vorbereitet hier auf den Abend? Irgendwie hast du noch mal... Nein, eigentlich nicht. Bist du er braucht keine Vorbereitung, er ist sowieso top, sagt er. Ja, okay. Bist du Quizzer? Oder warst du schon mal irgendwo? Oder Pop-Quiz mache ich sehr gerne, ja. App? Ja, in der App auch, ja. Oh. Ja, gut, die hilft natürlich auch. So, dann ich spiele auch täglich die App, das wissen Sie. Sie? Ja, natürlich. Wirklich, wahr? Ja. Ja, ich habe aufgehört, weil ich habe keine Gegner mehr. Ja. Ich warte mal, dass der Hohecker kommt, aber der ist irgendwie... Passiert nichts. Tauschen Sie doch einfach mit Joachim, dann wäre uns beiden gedient. Hier kommt die nächste Frage. Okay. Welche Instrumentengruppe findet man in einem Sinfonieorchester? A. Leichtes Holz, lange Saite oder schweres Blech? Sinfonie. Was hast du genommen? C. Das schwere Blech. Was ist die richtige Antwort? Sehr schön. Gut, gut. Was sagt der Jäger? Auch. Dann war eher Golf und Tennis, ne? Aber erfunden wahrscheinlich. Es geht weiter. Nur ich noch versuche es mal mit dem 7er Eisen hier. Genau. Wie heißt das steilste Teilstück der Skirennstrecke Streif, der legendären? A. Katzenjammer, B. Mausefalle oder C. Hundehaufen? Schon mal gehört vielleicht in der Übertragung? Ich oder? Glaube schon. Was ist es? Ich denke, es ist die Mausefalle B. Was ist die richtige Antwort? Mensch, du gehst hier aber wirklich wie das berühmte Messer, ne? Das hättest du auch zocken können. Nee, Matchbälle? Nee, das ist okay. Wolltest du nicht 14? Also, nein. Damit du nicht so raffgierig bist. Ich bin nicht des Geldes wegen. Ah, okay, verstehe. Die drei aber. Was sagt der Jäger? Aha. Ja, wenn Joachim es gleich ins Finale schafft, hat er auch die Hausbergkante und die Traverse überwunden. Dann fehlt nur noch der Zielschuss. So, sehr schön. Dann haben wir alle Abschnitte der Streif in einer Antwort. Letzte Frage vielleicht schon im ersten Duell. In welchem Land liegt das frühere Königreich Benin, das bis zum Jahr 1897 unabhängig war? A. In Nigeria, im Sudan oder in Benin? Wofür hast du dich entschieden, Joachim? Ich war nicht sicher, aber ich habe A genommen, Nigeria. Ist das richtig? Geht Joachim hier fehlerlos ins Finale? Absolut, ganz starker Auftritt. Super. Jutta, wir machen direkt weiter ohne Zeitverlust hier. Super. Mensch, Jutta, es ging ja schneller als erhofft. Super, oder? Ja. Also Joachim, du bist ja richtig gut durchgegangen. Hätten wir ja schon 14.000 haben können jetzt eigentlich, ne? Bist du Zockerin vielleicht? Normalerweise schon, aber momentan ist gerade der Kopf leer und ich weiß es noch nicht. Jetzt ist er gerade leer? Nee, gleich ist er voll mit richtigen Antworten. Ich hoffe es auch. Ja, total. Ja. Wo kommst du her? Aus Nürnberg. Aus Nürnberg. Was machst du beruflich? Ich war früher Kosmetikerin, ich bin jetzt in Rente. Okay, und was sind so Hobbys, Interessengebiete? Kochen, Backen, Stricken, Häkeln, Lesen, Quizzen. Oh, da haben wir 5.000 Euro, oder? Jetzt schon sicher. Oh, oh, oh.
Jetzt schon sicher. Dann lass mal loslegen. Eine Minute für dich, Jutta. Ich drücke die Daumen und die Zeit startet jetzt. Welchen Herbstmonat nennt der Volksmund bei einer schönen Wetterperiode golden? Den Oktober. In welchem Waschgang wäscht man Kleidung, die mit einem unterstrichenen Bottich gekennzeichnet ist? 30 Grad. Schonwaschgang. Die Städte Hanau und Steinau schmücken sich beide mit welchen berühmten Brüdern im Beinamen? Weiter. Grimm. Welcher Ausbildungsberuf wird auch Zuckerbäcker genannt? Konditor. Ja, haben alle Beuteltiere einen Beutel? Nein. Welcher Walter war der erste regierende Bürgermeister des wiedervereinten Berlins? Ulbricht. Momper. In welchem Monat finden in skandinavischen Ländern traditionell das Midsommerfest statt? Im Juni. Ja, welcher Beatle wäre am 9. Oktober 2020 80 geworden? Ringo Starr. John Lennon. Was antwortet der Kreuzworträtselfreund auf Gesichtspickel mit 4 Buchstaben? Akne. Als älteste monotheistische Weltreligion gilt das? Weiter. Judentum. Was bedeutet wörtlich Ausstattung und benennt das äußere Erscheinungsbild durch Kleidung? Mode. Outfit. Wer spielt im Fernsehfilm George, den Schauspieler Heinrich George? Weiter. Götz George. Ah. 2.500 Zuschauer, 2.500 Euro. Ich weiß nicht, ob man, ist das jetzt ein Fachbegriff, Schonwaschgang? 30 Grad ist Schonwaschgang, oder? Ja, würde ich mal so mal sagen. Mal gucken, ob wir fragen gleich mal den Fachmann für Vollwaschgang. Aber schön ist, dass Walter Ulbricht noch mal das wiedervereinte Berlin regieren durfte, deiner Meinung nach. Ich habe das nicht richtig verstanden. Wir schreiben Geschichte neu heute. Stark. Danke, Jutta. Merken Sie sich das. Hier kommt der Jäger. So, Herr Jacobi, herzlich willkommen zurück. Läuft gut hier. Jutta hat gerade vor 2.500 Zuschauern im Schonwaschgang die Geschichte Berlins neu geschrieben. Mehr müssen Sie nicht wissen. Wir kommen allerdings mit 3.000 jetzt, weil deine 30 Grad selbstverständlich. Ich meine, wem glauben, wenn nicht dir? Ja, wer hätte das nicht gewusst? Nein, ich natürlich nicht. Respekt, ich auch nicht. Und hallo, Jutta. Hallo. Was machen Sie aus den 3.000? Ja, Joachim hat mich schon sehr beeindruckt gerade. Der war schnell, ne? Ja, da können die Angebote jetzt nicht mehr allzu hoch unten rum ausfallen. Ja. Deswegen auf der Wegrennstufe für Sie 500 Euro. Und oben raus werden Sie schwach bei 15.000 Euro. Wirst du schwach, Jutta? Nee, ich werde nicht schwach. Ich bleibe bei 3.000. Ja, 3.000? Da machen wir es so. Bügeln, waschen, kochen, lesen, quizzen. Alles machen wir jetzt auch wieder. 5 richtige und die Jagd beginnt. Zweites Duell, Frage 1. Welcher Vogel hat mit 12 mm inklusive Krallen die kürzesten Beine und ist ein eleganter Flieger und Insektenfänger? A. Der Mauersegler, B. die Amsel oder C. das Rotkehlchen? Wen hast du genommen, Jutta? Ich habe A. den Mauersegler genommen. Der klingt irgendwie auch am erhabensten hier, ne? Oder? Am meisten irgendwie nach Flugkünsten auch, finden Sie nicht? Flugkünste, eleganter Flieger. Segler ist ja schon im Namen. Rotkehlchen hat doch eher so flattert eher so rum, ne, oder? Gut, Sie gehen jetzt über Ihr zoologisches Wissen. Ich bin ja einfach nur über die Begriffe gegangen. Ja, ich gehe jetzt aber, wenn Sie sagen, ein eleganter Flieger, dann würde ich, das ist ja nicht zoologisch, das ist, wenn da jetzt was durch den Garten fliegt, dann ist der Mauersegler, gleitet ja eher die Amsel. Es ging mir um das Segeln, also wunderschöne Flugbewegung. Habe ich doch gerade gemacht, wunderschöne Flugbewegung. Schönere kann machen ich nicht. Sie, machen Sie mal weiter. Also, sich zum Segler oder Affen oder wie auch immer. Das ist ja wieder, das ist sauer wegen Joachim. Deswegen, was ist die richtige Antwort? Sag ich doch, Herr Jacobi. Mensch, sehr gut, Jutta, läuft Danke. Doch. Ja, guter Start. Was sagt der Jäger? Ist Ihnen aufgefallen, dass sich die Fehler bisher bei Kandidaten und mir sehr in Grenzen halten? Sehr, ja. Sehr. Hier kommt die nächste Frage. Welches Spiel wird erstmals im September 1813 aktenkundig erwähnt von Hans Karl Leopold von der Gabelenz? A. Kegeln, Fußball oder Skat? Na, das ist ja was. Was hast du genommen? Ich habe A. Kegeln genommen. Kegeln. Kegelst du selbst? Habe ich früher sehr gerne gemacht und sehr Warum lange nicht auch mehr? Gekegelt. Nicht mehr? Momentan nicht, nee. Hat der Grieche zugemacht? Was ist die richtige Antwort? Skat, was sagt der Jäger? Also Kegeln müsste es schon sehr viel länger geben, auch in antiken Kulturen. Und dann nimmt man an, dass vielleicht irgendjemand in einer Dynastie mal eine Akte hinterlassen hat dazu. Und Skat, ein eher spät entwickeltes Kartenspiel, aber natürlich heute ein sehr professionelles. So,
Erster Heranrücker hier von Herrn Jacobi. Weiter geht's, Jutta, mit richtigen bitte. Die Geburt der englischen Prinzessin Margaret 1930 war der Startschuss für die in Tageszeitungen enthaltenen A. Horoskope, Kreuzworträtsel oder Witze? Was hast du genommen? Das waren die Horoskope. Ja? Was ist die richtige Antwort? Gut, sehr gut. Liest du sie oder schreibst du welche sogar? Ich lese sie, aber ich halte mich nicht daran. Welches Sternzeichen bist du? Waage. Waage, gut. Horoskope, was sagt der Jäger? Wussten Sie das? Ja. War sehr beeindruckend. Ja, Sie waren sehr schnell. Ich glaube, Kreuzworträtsel zuerst mal 1913 und bei Witzen, naja. Und war Margaret denn da horoskopaffin oder warum? Ich denke einfach, die Zeit war reif und bei einer Geburt möchte man natürlich gerne wissen, wie wird das Schicksal des Mädchens dann werden. Genau. Na gut, es geht weiter. Nächste Frage. Die Enthaltsamkeit in der Ehe gebot den Priestern um 300 die Synode von A. Angelika, Elvira oder Jutta? Lustig. Wofür hast du dich entschieden, Jutta? Für A. Angelika. Ist das die richtige Antwort? Nein, Elvira. Oh. Was sagt der Jäger? Okay. Ja, ich kannte den antiken Ort, aber ich war fast abgelenkt. Also ich tendierte fast, Jutta zu nehmen. Aber sie haben nicht, leider. Jetzt ist er da, Jutta. Jetzt kann er dich kriegen. Bitte antworte richtig. Okay. Die beinahe 100-jährige Hedwig Maria Stuber verkaufte bis 2021 fast 4 Millionen Exemplare des Grundlagenbuchs Ich helf dir A. Schreiben, Rechnen oder Kochen. Hundert Jahre. Ja, was könnte es sein? Hast du das Buch? Ist es? Nee, ich habe jetzt einfach mal gedacht, kochen. Da ich so gern koche. Wir brauchen jetzt C. Was ist richtig? Super. Damit hast du den nächsten Schritt. Was sagt der Jäger? Kriegen wir vielleicht noch ein Patzerchen? Ja, schreiben. Sehr gut. Ja, sehen Sie, das müsste ich mir mal kaufen. Ja, wahrscheinlich. Das würde mir sicher helfen. Ja, ich helfe dir richtig quizzen. Das würde auch. Vielleicht lerne ich da mal, wenn ein Ei aufschlägt. Okay. So, zwei noch mit Patzer wieder. Frei, Jutta. Was nennen Scherzkekse im Chemielabor Dihydrogenmonoxid? A. Wasser, Knallgas oder Blondiermittel? Also Blondiermittel ist, glaube ich, nicht, weil das ist, wie ich schmerzhaft erfuhr, rund um die Ende 90er, genau. Wasserstoffperoxid, so hieß das immer. Ne? Was ist es denn, Wasser oder Knallgas? Ich habe B, Knallgas genommen. Okay, ich hätte gedacht, wegen Scherzkeks, das also, ist so simpel, ja. Wasser, okay, und dann machen die so einen tollen Begriff draus. Hydro ist Wasser, ja. Was ist die richtige Falle. Was ist die richtige Antwort? Tatsächlich Wasser. Was sagt der Jäger? Ja, H2O ist Wasser und Wasserstoffperoxid wäre dann H2O2, also ja. Dihydrogendioxid. Ja, genau. Ja. Ja. So, wieder richtig bitte. Dann kommst du auf die Matchballstufe und lässt dich nicht fangen hier. Welches Kraut ist von der Loki-Schmidt-Stiftung zur Blume des Jahres 2019 gekürt worden? A. Heidekraut, B. Melissenkraut oder C. Sauerkraut? Weißt du es? Die Melisse. Ja? Ich hoffe. Ich hoffe mit. Ist es richtig? Oh. Nee, es ist das Heidekraut. Oh Gott. Oh, Erika. Erika? Heidekraut? Ich hab's noch gelesen. Verstehe ich nicht. Ist das nicht auch Erika botanisch? Ja. Ist Erika nicht die Enthaltsamkeit gewesen? Nein, nee, das war Elvira. Wir sind in der Heide enthaltsam. Ich befürchte, er hat das genommen. Auch, ja. Was sagt der Jäger? Jutta, das hat Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Kommen. Toi, 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 alles Gute. Alexander, weiter geht's. So, Alexander, müssen wir uns das wiederholen jetzt, das Geld? Schade, ne? Hättest du das Heidekraut genommen gerade? Ich hätte auch zwischen Heidekraut und Melissenkraut. Sauerkraut war ja, das habe ich auch ausgeschlossen. Ja. Bisschen Eul da drin. Klang ein bisschen absurd. Ja, genau. Du bist Judoka? Sagt man Judoka oder Judoka? Immer? Mal so, mal so. Okay. Also, kann man beides sagen. Ja, also aber aus Hobby, oder? Ja, als Hobby. Was machst du beruflich? Ich bin Journalist und arbeite in der Fahrradbranche.
In der Fahrradbranche? Ja. Okay, und wo? Wo kommst du her? Ich komme aus Paderborn. Aus Paderborn. Schönen Ostwestfalen-Lippe. Ja, absolut. So, dann legen wir mal los und gucken mal, was wir hier haben. Eine Minute für dich. Mal gucken. Vielleicht ein bisschen mehr noch und dann sind wir nicht so angewiesen auf seine Angebote da. Ne? Ich drücke die Daumen und die Zeit startet jetzt. Arbeitet man 40 Stunden die Woche? Arbeitet man in Vollzeit? Aus welchem Land stammte der Parfümeur Armand Petitjean? Frankreich. Mit welchem Film gewann Regielegende Stanley Kubrick seinen einzigen Oscar? 2001 Odyssee im Weltall. Welcher Dan ist der höchste, der einem Judoka verliehen werden kann? Sechster. Zehnter. In der Nähe welches geografischen Pols befindet sich die deutsche Polarstation Neumayer 3? Nordpol. Süd. Wer moderierte die ARD-Quiz-Sendung Der klügste Deutsche? Jörg Vilava. Kai Pflaume. Wer stand 2020 in der Liste der meisten Patentanmeldungen beim Europäischen Patentamt auf Rang 2 nach den USA? Deutschland. Ja, in welchem verwandtschaftlichen Verhältnis stand Napoleon II zu Napoleon I? Enkel. Sohn. Um was für ein Bühnenwerk handelte sich bei Leonard Bernsteins Ärger in Tahiti? Theaterstück. Oper. Wofür steht die Abkürzung CO hinter Firmennamen? Company. Ja, Charlize Theron und Nicole Kidman spielen die Hauptrollen im Filmdrama Bombshell, das Ende des Schweigens. Wie lautet der Geburtsname der Boxlegende Muhammad Ali? Cassius Clay. Super, welche Form haben die? 3,5, guck mal, haben wir 1.000 draufgelegt. Gut gemacht. Sehr schön. Die haben sie erzählt, man kann nur 6 wahrscheinlich. Ich war mir sicher mit Verleihen, also du kannst bis zum 6. es selbst schaffen und danach ist das mit dem Verleihen. Deswegen bin ich ein bisschen durcheinander gekommen. Ach so, okay, dann kriegt man, das ist ein Unterschied dann, ob man sich den erarbeitet. Genau, ob du den dann halt für besondere Leistung halt verliehen bekommst. Ja, also mein Abend ist gut. Die Frage nicht so ganz zugehört. Na, ich bin stolz, ehrlich gesagt, dass ich nicht welchen Dan vorgelesen habe, sondern als ich Judo aus dem Augenwinkel sah, bei Dan gelandet bin. Ja, so. Dann holen wir mal hier den Dan von oben und das ist Sebastian Jacobi. Hier kommt der Jäger. So, enthaltsam aus der Heide kommt Herr Jacobi zurück und spielt gegen Alexander. Hallo Alexander. Hallo. Welchen Gürtel haben Sie? Ich habe den grauen. Den ersten, schwarz. Den schwarzen. Hm. Na ja, gut, also grau ist ja über allem, von daher. Wir werden sehen. Ist das so? Ach, Herr Bommes. Zehnter Dan, oder? Ich bin der Dan, der Steely Dan. Der Steely Dan. 3.500 Euro, Herr Jacobi, was machen wir? Ja, 3,5. Kandidaten steigern sich auch. Unten biete ich Ihnen noch 1.000 Euro. Und nach oben steigere ich mich auf 16.000 Euro. So, was machen wir? Hoch? Nee, ich bleibe. Bleiben? Ach. Ja? Sichere Nummer, ja. Keiner weiß meine Angebote. Die sichere nicht. 3.500. Hätte ein bisschen mehr drauflegen müssen. Also. Noch mehr? Ja? Kommt bei Lara gleich. Die Jagd beginnt. Hier kommt die erste Frage. Welche Schauspielerin war 1983 als Bond-Girl Domino im Film Sag niemals nie zu sehen? A. Kim Basinger, Michelle Pfeiffer oder Demi Moore? Ich wusste, dass Kim Basinger ist. Meine Frau und ich haben uns die letzten 25 Bond-Filme angeschaut. Der letzte fehlt uns jetzt noch, Spectre, und dann hoffen wir demnächst im Kino den. Das wäre jetzt furchtbar, wenn es nicht stimmt. Aber war Demi Moore ein Bond-Girl und Michelle Pfeiffer? Waren die überhaupt? Nicht. Gut, nein. Kim Basinger, wir sind uns einig. Gut, erster Schritt. Was sagt der Jäger? Okay. Hier kommt die nächste Frage. In welcher Stadt Afrikas steht mit knapp 30.000 Quadratmetern Grundfläche die größte Kirche der Welt? A. Kinshasa, Johannesburg oder Yamoussoukro? Yamoussoukro. Spannende Frage. Jetzt bitte, jetzt. Und Sie sind immer so hektisch, ich hatte noch ewig Zeit. Das sage ich Ihnen schon seit, wie lange sind wir zusammen? Ja, 8 Jahre? Hundertste Sekunden waren da noch. Aber deutlich länger habt ihr beide gebraucht als beim Bond-Girl gerade. Ne? Ja, verstehe, ich muss auch zugeben. Bond-Girl schnell, größte Kirche langsam. Ich verstehe. Ich habe auch geraten und habe mal C. Yamoussoukro genommen. Wo ist denn das? Keine Ahnung. Okay, danke. Das ist die Hauptstadt der Elfenbeinküste. Ja, weiß ich ja. Weiß ich ja. Selbstverständlich wissen Sie. Ich sag Côte d'Ivoire. Aber Sie sind mir ein Ivorer. Da kommt Drogba her. Hier, was ist die richtige Antwort? Na bitte, ist doch völlig richtig. Da kann man sich auch mal ein bisschen Zeit lassen für, finde ich. Was sagt der Jäger?
Okay. Ja, der Präsident der Elfenbeinküste wollte unbedingt einen Rekord aufstellen und die größte Kirche der Welt zumindest nach Fläche errichten. Und ich meine, er hat sogar Johannes Paul II. Damals zur Eröffnung eingeladen. Oh, okay. Also Weihe natürlich, besser gesagt. Ja. So, dann machen wir weiter und es läuft hier in unsere Richtung. Wer gilt als einer der weltbesten Spielmacher und lief für die dänische Fußballnationalmannschaft? Ich mag das, dass du schon wieder nickst. A. Peter Schmeichel, B. Michael Laudrup oder C. Sören Kierkegaard? Och, sag mal, du machst mir aber, das hat er hier noch extra, ich habe genau gesehen, er guckte und guckte, wenn das mal schief geht. Und dann ja, er kann ja auch mal vorlegen, also. Ja, ich war so abgelenkt, ich lache schon die ganze Zeit über den Distraktor C, der ist so herrlich. Der ist nicht schlecht, ehrlich gesagt, oder? Ist ein Autor, oder? Ein Philosoph, und zwar ein sehr pessimistischer. Ja. Aber das war ein fantastischer Spielmacher, war einer meiner Lieblingsspieler. Wen hast du genommen? B. Michael Laudrup. Ja. Peter Schmeichel, der Torhüter, Kierkegaard, der Philosoph und was ist richtig? Wie hieß sein Bruder? Brian. Super, genau. Ja. Brian Laudrup, der war natürlich Stürmer. Hat aber in den falschen Vereinen gespielt. Der war Stürmer. Was sagt der Jäger? Gut. Und Brian hat auch in der Bundesliga gespielt, im Gegensatz zu Michael Laudrup. Ja, ganz genau. So, zwei noch. Was empfiehlt der Allgemeine Deutsche Fahrradclub Autofahrern, um Unfälle mit Radlern zu verhindern? A. Den belgischen Kreisel, den holländischen Griff oder den polnischen Abgang? Irgendwie verspottet er mich, kann das sein? Nein, ich mag das, er freut sich einfach, weil offensichtlich seine Gebiete hier zum Tragen kommen. Ich hätte gerade gedacht, Unfälle mit Radler zu verhindern, aber Radlern natürlich. Was hast du denn genommen? Also selbstverständlich B, den holländischen Griff. Und was ist das? Das ist, bei den Holländern ist es so, also wir öffnen ja klassischerweise viele mit der linken Hand die Autotür. Bei den Holländern lernt man schon in der Fahrschule mit der rechten Hand die Tür zu öffnen, um dann den Schulterblick zu machen, um zu sehen, ob von hinten noch ein Radfahrer kommt. Das habe ich nicht gewusst. Das ist super interessant. Wussten Sie das, Herr Jacobi? Das wusste ich. Ich kenne es allerdings nicht unter dem Begriff holländischer Griff, sondern Dutch Reach, also der englischen Ausgabe des Wortes. Na gut, aber Sie sind sicherlich fähig gewesen zu übersetzen. Was ist denn die richtige Antwort? Wenn jetzt der belgische Kreisel kommt, hätten wir ein Problem gehabt. So, sehr gut. Was sagt der Jäger? Matchball für Alexander. Ich habe allerdings schon das Gefühl, dass die Kandidatinnen und Kandidaten hier den belgischen Kreisel mit mir versuchen. Ja, stark. Dann machen Sie doch gleich mal einen entsprechenden Abgang gerne nach der nächsten Frage. Weißt du auch? Soll ich vorlesen, oder? Ah, Michael Schulte erreichte beim ESC 2018 den vierten Platz mit seinem Lied You Let Me A. Down Again, B. Love You oder C. Walk Alone. Es war doch ein sehr berührendes Lied. War das nicht über seinen verstorbenen Vater? Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht, aber ich weiß, wie es heißt. Was hast du genommen? Also ich bin mir ziemlich sicher, dass nicht Walk, doch, oder vielleicht doch Walk Alone. Weil ich habe an You'll Never Walk Alone gedacht und habe gedacht, das kann es nicht sein. Ich habe jetzt Down Again A geraten. Hm, war es richtig? You Let Me Walk Alone. Was sagt der Jäger? Mhm. So, macht nichts. Jetzt hast du trotzdem noch zwei Möglichkeiten. Nutz mal jetzt die nächste, bitte. You let me walk on. Welches Gericht nennen Italiener Frittata? A. Bratkartoffeln, Gemüseomelett oder Käsebällchen? Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass es B, ein Gemüseomelett ist. Die Distraktoren sind nicht schlecht. Also stünde das alleine, das Gemüseomelett, dann würde man es sofort nehmen, aber ich weiß gar nicht. Bratkartoffeln, ist das die Falle wegen Fritt? Wie kommen Sie zu der Einschätzung, dass die Distraktoren nicht schlecht seien? Es ist so klar, was es ist? Ich finde es sehr klar. Ist es das Gemüseomelett? Ja. Ist Alexander im Finale? So ist es. Gefällt uns das? Es gefällt uns sehr gut. Ich hätte die gut gefunden, die Distraktoren. So, Lara, weiter geht's. So, Lara, sieht doch gut aus. 6.000 Euro. Ne? Ja. Und jetzt kommst du noch dazu. Ja. Was hast du dir vorgenommen? Ich habe gesagt, ich will erstmal von selbst in die zweite Runde kommen, aber wir haben ja eben gesagt 5.000. Also du kommst, ich garantiere dir jetzt schon, du kommst von selbst in die zweite Runde. Zur Not leihe ich dir 500 Euro, das sind die Regeln, aber es wird nicht passieren. Du musst mehr, weil ich, seit du vorhin deinen Spruch gesagt hast, restlich, was ist eine Sportbohnerin? Also ich spiele nicht nur hobbymäßig einfach mal so mit Freunden auf der Bowlingbahn, sondern richtig im Verein, mit Turnieren, deutsche Meisterschaften. Bowling? Mhm.
Ich habe Bonerin wie Bonern verstanden. Jetzt dachte ich, wie macht man das? Das wäre mir auch neu. Vergesst mal. Ich bin sehr beruhigt. Habt ihr das? Okay, ihr wusstet, was gemeint war. Nee, alles in Ordnung. Ich dachte, sie bonert wie Wahnsinn, alles sauber zu Hause oder so. Okay, du, wir fangen einfach an, oder? Eine Minute für dich. Hier, zack, die Zeit startet jetzt. Den Hausmüll sammelt man im Abfall? Eimer. Welchen Lukas heiratete Daniela Katzenberger 2016? Pardanus. Wie nannte die Presse den Eklat um die Sitzverteilung beim Treffen der EU-Spitzen mit dem türkischen Präsidenten Erdogan? Weiter. Sofagate. Welche Klimazonen schließen an die polaren Zonen an? Weiter. Subpolare. Kann man in der Ostsee Schweinswale beobachten? Nein. Ja. Welcher Verein verlor 1974 als Tabellenführer der Bundesliga sein DFB-Pokalspiel gegen den Fußballzwerg Eppingen? Bayern München. Der HSV. Welche Klimaaktivistin wurde am 3. Januar 2021 volljährig? Greta Thunberg. Ja. Wie heißt das Mädchen, das im Zauberland den Zauberer von Ost sucht? Alice. Dorothy. Mit welcher Präposition sagt man kurz ab dieser Zeit? Jetzt. Seit. Wie heißt die Show-Variante von The Voice of Germany für Kinder und Jugendliche? Voice Kids. Welche Musikerin veröffentlichte 2020 ihr 8. offizielles Studioalbum unter dem Titel Folklore? Lady Gaga. Taylor Swift. Wodurch wurden die ersten Straßenbahnen gezogen? Weiter. Pferde. Welcher Ozean um 2000 Euro, dann ist doch gut. Dann bohnen wir jetzt den Jacobi weg. Zack, die Bohne. Hier kommt der Jäger. So, Herr Jacobi, letztes 1-gegen-1 heute gegen Lara. Ja, nochmal eine Dame. Ich freue mich schon und bin gespannt, wie viele Strikes sie heute erzielen können. Ja, sie ist nämlich eine Bowlerin und nicht Bonerin. Das ist er eigentlich, der hat da Curling gemacht. Das ist hier Bonern für Anfänger. Ich verrate Ihnen mal was. Ich habe Herrn Bommes schon mal bowlen sehen. Ja. Ein Schmaus für die Augen. Ja, gut war ich. Und er hat sich die ganze Zeit kleine Gebete gesprochen, bevor er losgemacht hat, damit er gewinnt auf jeden Fall. Das muss man als Quizgott ja auch. Selbstverständlich. Oder? So, wir haben wie viel eigentlich? 2,5? 2? 2. 2 sind es geworden, Lara. Sie ahnen schon, was jetzt auf der unteren Stufe kommen muss. 2? Ein Minusgebot. Ach, muss ja gar nicht. Ja, wir haben 2 starke Herren schon im Finale. Ich biete Ihnen da minus 700 Euro. Ich glaube, das ist, weil er Bayern-München-Fan ist und durch die Pokalfrage gerade so alte Wunden angetriggert worden sind bei ihm eben. HSV war doch die Antwort, oder? Ja, gut. Stimmt. Ja, nach oben raus, da wird es noch mal besser. Für Sie 17.000 Euro. So, Lara, was machen wir denn jetzt? Ich bleib lieber in der Mitte zur Sicherheit. Ja? Lieber 3 im Finale als nur 2. Aber 23.000 wäre mit 3 im Finale auch nicht schlecht, ne? Zur Sicherheit nehme ich trotzdem die 2. Ja? Ja. Sicher? Ganz sicher. Ja? Gut, Team nickt, 2000 Euro. Die bohnen wir jetzt hier runter und die Jagd beginnt. Erste Frage, Lara. Wie heißt das Burgfräulein in den Ritter-Rost-Kindergeschichten? A. Bä, Bö oder Bü? Hoffentlich hat mich keiner gefilmt, als ich gerade Bä, Bö, Bö, Bü vorgelesen habe. Was hast du genommen? Bäbö. 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 Ist das richtig? Sehr gut. Jawohl. Erster Schritt. Was sagt der Jäger? Ja, da ist mal als Vorlesepapa klar bevorteilt. Das habe ich meinem Sohn schon öfter vorgelesen. Er wächst langsam raus aus diesen Ritter-Rost-Geschichten, aber das ist toll. Ja. Na gut. So, dann geht's weiter mit der nächsten Frage. Bowser und Apache 207 stürmten 2021 die Charts mit ihrem Hit A. Pink, B. Madonna, C. Lady Gaga. Du weißt es. Ganz sicher. Ganz B. Madonna. Madonna. Okay. Du bist heißer als der Sommer. Ist es das? Nee. No. Okay, dann ist es wohl ein anderes. Ja. Das ist die richtige Antwort. Geht in die Deutschrap-Richtung. Okay, ach, Deutschrap. Na dann. Ich bin ja so Gangster-Rap, weißt du? Was sagt Herr Jacobi? Oh. Sie haben mich getäuscht. Sie haben das gesungen, was ich genommen habe. Wie kann man denn Lady Gaga nehmen bei der Frage? Ganz im Ernst, Herr Jacobi. Wirklich. Machen Sie lieber ein bisschen
Bonan beim Curling. Sie haben mich getäuscht, Sie haben das gesungen. Zeigen Lady Sie nicht Gaga. So mit dem Finger hier auf den einzigen echten Gangster-Rapper. Den einzig angezogenen Moderator hier. Hier kommt die nächste Frage. Was erfand Bernhard Marquitz in den 60er Jahren in Hamburg? A. Stützräder, Schwimmflügel oder den Laufstall? Wir sind sehr kinderaffin hier gerade mit Bö und Herrn Marquitz. Was hast du genommen, Lara? B. Schwimmflügel. Ich dachte, Hamburg, Wasser, vielleicht irgendwie hat das was damit zu tun. Elbe und so? Ja. Das ist vielleicht, richtig. Irgendwo muss man doch seine Ideen herkriegen. Ja, ist doch absolut richtig. Egal, ob es irgendwas mit Wasser zu tun hat. Was sagt der Jäger? Ja. Naja, völlig Gaga bin ich ja auch nicht. Das war schön. Nächste Frage kommt. Der deutsche Dramatiker und Lyriker Bertolt Brecht war der Sohn welches kaufmännischen Angestellten? A. Bertolt Brecht. Ja, also, wie schrieb sich Vater? Bertolt mit T, mit D oder mit THD? Was hast du genommen? Mit C, mit TH. Mit C? Achso, C. Ja. Okay. Okay. Was ist die richtige Antwort? Sehr gut, es läuft gut. Ach, hätte ich mal doch gezockt. Dann noch ist nicht vorbei. Was sagt Herr Jacobi? Er sagt, bitte tauschen Sie diesen Moderator aus. Er hat einen Frauen gefrühstückt. Was habe ich denn jetzt schon wieder? So, du hast 4 Matchbälle. Na? Schade, ich würde gerne noch weiterspielen. Macht gerade so einen Spaß. Ja. Was kommt denn jetzt zum Finale? Welches Land war 2014 Gastgeber der Fußball-Weltmeisterschaft und 2 Jahre später Ausrichter der Olympischen Spiele? Wollt ihr es offen beantworten? Nee. A. Südafrika, B. Deutschland oder C. Brasilien? Wie rutscht denn sowas hier rein? Das ist eigentlich unserer Sendung fast unwürdig, oder? Oder? Ja. Ja. Ich glaube, ich nehme mir die Zeit und bereite mich jetzt etwas länger aufs Finale vor. Bereite dich mal in Ruhe vor aufs Finale. Warte. Deutschland, sagst du? Okay. Völlig richtig. Finale. Brasilien, gut. Was? So, Finalzeit bei Gefragt gejagt. Ein sehr hochkarätiger und sehr launiger Abend hier heute. 8.000 Euro und ihr drei im Finale. Bewahrt euch jetzt den guten Spirit, aber konzentriert euch jetzt mal nochmal richtig bombenstark 2 Minuten lang, damit ihr mit euren 3 Punkten Vorsprung schon mal ausgestattet einen großen Abstand auf Herrn Jacobi rausholt. Ja? Auf geht's. Seid ihr bereit? Yep. Ja. 2 Minuten für euch drei, Lara, Alexander, Joachim, ab jetzt. Zu welcher Tierklasse gehört die Tarantel? Spinnen. Wer erhielt am Ende der Saison 2019-20 die Torjägerkanone der ersten Fußball-Bundesliga? Robert Lewandowski. Welcher Wochentag war bei den Römern der Tag des Merkurs? Mittwoch. Die beiden nördlichsten Hauptstädte Afrikas sind Algier und Tunis. Im Straßenverkehr gefährlich wird besonders beim Rechtsabbiegen der sogenannte Tote. Winkel. Zwischen Spanien und welchem nordafrikanischen Land liegt die Straße von Gibraltar? Marokko. Welche Kinderbuchfigur von Selma Lagerlöf hat flachsgelbes Haar? Bibi Langstrumpf. Die Filmmusik zum Weihnachtsklassiker 3 Haselnüsse für Aschenbrödel komponierte der Tscheche Karel. Weiter. Der Nominativ Plural von Kraut lautet? Kräuter. Auf welchem Kontinent leben heute noch Waldelefanten? Afrika. Welcher Dramatiker kam 1906 in Dublin zur Welt und verstarb 1989 in Paris? Weiter. Der einzige bundesdeutsche Abfahrtsweltmeister der Skigeschichte ist Hans-Jörg? Tauscher. Wer im Vorteil ist, hält redensartlich alle Trümpfe in der? Hand. Wessen Redetext zerriss Nancy Pelosi im Februar 2020 im Anschluss an dessen Ansprache? Biden. Wer ist der erste Jesuitenpapst? Weiter. Das Hilum pulmonis ist eine etwa dreieckige Region welches inneren Organs? Herz. Welcher Fluss teilt das Wiener Becken in einen nördlichen und südlichen Teil? Donau. Wer schrieb das Theaterstück Der zerbrochene Krug? Kleist. Wie übersetzt man das lateinische Hauptwort Pax meistens? Frieden. 2020 heiratete welche deutsche Ex-Freundin von Leonardo DiCaprio den Schauspieler Alex Pettifer? Walter. Welcher Gartenbewohner wird auch Stachelritter genannt? Igel. In welchem Land fährt der Glacier-Express durchs Hochgebirge? Schweiz. Die erste Fußball-Weltmeisterschaft in 2 Ländern war 2002 in Südkorea und? Japan. Welcher Oscar-prämierte Filmkomponist war der Vater des... Boah, ihr habt eine 19 hingelegt, aber das war richtig bombig. Stark.
Leute, das war gut. Durchatmen, kurz beruhigen und zum letzten Mal heute Abend, hier kommt der Jäger. Das ist aber ein Brett, Herr Jacobi. Das ist ein Brett, definitiv. Aber wofür sind wir hier? Eine nice 19, würde man in der Jugendsprache sagen. Ach, überragende 19. Super, ne? Drei starke Kandidaten, ja, vorher auch vier. Wunderbar. Soll ich den Standardspruch sagen? Sie dürfen sich nicht viele Patzer erlauben, glaube ich. Lassen Sie ihn weg, fangen Sie an. Ich bin bereit. Dann zum letzten Mal heute Abend. Das ist Standard seit 9 Jahren. Die Jagd beginnt. So, das könnte dramatisch werden hier. 19 Punkte muss Herr Jacobi aufholen. Er hat 2 Minuten, seine Zeit startet jetzt. Zu welchen Tieren zählt man Heilbutt und Lachs? Fische. Welcher Torwart der ersten Bundesliga spielte in der Saison 1920 am häufigsten zu Null? Neuer. Welcher Wochentag war bei den Römern der Tag des Jupiters? Sonntag. Stopp die Uhr. Meine Montag. Montag der erste Tag, oder? Oh, oh. Jetzt? Montag. Donnerstag. Ja, jeudi, französisch, ja, natürlich. Die Zeit startet jetzt. Juba ist die Hauptstadt welches afrikanischen Landes? Südsudan. Muss man als Autofahrer an mehreren Ampeln nicht halten? Spricht man von einer grünen? Welle. Der Alpenrhein trennt die Schweiz vom Fürstentum Liechtenstein und von welchem anderen Land? Österreich. Welche Kinderbuchfigur von James Criss verkaufte sein Lachen? Thaler. Zu den bekanntesten Komikern der Stummfilmzeit zählen Charlie Chaplin, Buster Keaton und Harold? Lloyd. Wie lautet der Nominativ Plural von der Kaiser? Kaiser. Von welchem Kontinent stammt die Reblaus? Europa. Stopp die Uhr. Amerika. Richtig, aus Amerika, Nordamerika. 1:12, aber Sie haben schon 7 weg, Herr Jacobi. Die Zeit startet jetzt. Welcher Dramatiker kam 1828 in Skien zur Welt und starb im Jahr 1906? Ibsen. Wenn Sie dem Pferd verfallen sind, dann sind Sie's, ist ein Zitat des Dressurreiters Rainer Klimke. Was für ein Vogel ist jemand, bei dem alles schiefläuft? Pechvogel. Wer wurde 2017 der Nachfolger von François Hollande im Amt des französischen Staatspräsidenten? Macron. Welcher Papst war der einzige, der aus Polen stammte? Johannes Paul II. Die Frauenärztin nennt man Gynäkologin und die Männerärztin? Andrologen. Welcher Fluss teilt Paris in einen nördlichen... Wer schrieb das Theaterstück Warten auf Godot? Joyce. Stopp die Uhr. Joyce. Nein, Samuel Beckett. Er hatte es euch eigentlich schon serviert. Und ich konnte aber seine Antwort nicht als richtig geben, weil sie bei der Hälfte von Beckett sich verbessert hatten. Da mein Fehler? Sie sonst Glück gehabt. Weiter geht's. Ah, na gut, aber 33 Sekunden für 5. Die Zeit startet jetzt. Welchen Kleber bezeichnet der Bayer als Bappal? Aufkleber. 2020 startete welche Tochter von Heidi Klum mit einem Covershooting ihre Modelkarriere? Leni Klum. Na, da haben wir dich jetzt aber im Spiel, Lara. Sehr gut. 22 noch für 5. Bereit. Die Zeit startet jetzt. Welcher ratschlagende Vogel wird redensartlich mit Eitelkeit in Verbindung gebracht? In welchem Land fand die erste bemannte Ballonfahrt statt? Frankreich. Die Männernationalmannschaft welches Landes wurde 2019 Tischtennis-Europameister? Deutschland. Wer erhielt 1964 für seine Rolle in Lilien auf dem Felde den Potier. Oscar? Was ist die Quersumme von 324? 9. Das gibt's nicht! Ja. Die Uhr ist bei 0. Nein. Das haben wir lange nicht gehabt. Schaut euch mal, haben wir noch Kamerabild oder sind die alle? Ja, also das ist aber... Mensch, ich kriege einen Herzkasper. Boah. Oh. Herr Jacobi, das ist unfassbar. Haben wir da eine Zeitlupe? Können wir das nochmal verifizieren? 9. Boah, da ist es runter. 0. Oho. Und es tut mir so leid. Also, und 8.000 sind 8.000. Das ist immer so ein bisschen, zum Glück standen jetzt nicht 50.000 da. Das ist ja so spektakulär. Ich möchte trotzdem noch mal Respekt den Kandidaten aussprechen. Ich hatte vorher getippt vor dem Finale, sie machen 20. Es wurden 19. Es war eine harte Aufgabe. Das ist der Beckett. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Fantastische Nervenstärke. Aber vielen Dank an euch. Also das war mal wieder gefragt, gejagt, wie es sein soll. Wir freuen uns aufs nächste Mal, wenn die Jagd wieder beginnt. Wir wünschen Ihnen einen guten Abend. Tschüss. Danke. Quersumme.